Ja, Erik Ory 1-1 in Delmo, ein Ergebnis, das am Ende für mich glücklich war. Warum hat die Mannschaft gerade mit den vielen Ballbesitz nichts anfangen können, sich Chancen rauszuspielen? Ja, glücklich war es auch für Delmont, weil wir sehr wohl viele Möglichkeiten gehabt haben, auch vor allem in der ersten Halbzeit, um ein paar Tore zu machen. Aber ich musste schon recht geben, dass wir mit Ballbesitz fahrlässig umgegangen sind. Wir haben viel zu viele Bälle zu leicht verloren, keine Qualität ins Passspiel gehabt und und auch in den Abschlüssen waren wir nicht zielstrebig genug. Und dann ist das heute so gekommen. Wir haben irrsinnig viele Möglichkeiten gehabt, auch von der Seite zu flanken, die waren dann wieder zu hoch oder nicht präzise genug und das hat eigentlich das Spiel von uns geprägt heute. War ein bisschen so wie Barcelona gegen Chelsea, 80% Ballbesitz, aber es kam dann wenig dabei raus, gerade zweite Halbzeit, wo man auch noch gedacht hat am Anfang, wo Delmo die Chancen vergeben, die Konterchancen, dass dann vielleicht das Spiel noch kippt. Ja, es ist natürlich nicht das einfachste Spiel, weil die waren dann auch kaputt, glaube ich, und haben sich dann alle hinten reingestellt. Dann muss man das kaputt spielen. Ist uns ein paar Mal gelungen, aber wie gesagt, dann ist wieder der letzte Pass nicht gekommen oder die Flanke nicht genau genug. Und dann haben wir es mit Schüssen probiert. Wir haben irrsinnig viel Freistoße gehabt. Normal ein Starker von uns diesmal ist ja keiner richtig gut gekommen. Dann lässt man da einfach wieder unnötig zwei Punkte liegen. Und kann man sich aber auch nicht beklagen, weil wir sind selber dabei gewesen. Was kann ich hier ohne 1-1 in Delmo? Delmo damit abgestiegen, aber ihr habt eine ganz schlechte zweite Halbzeit gespielt. Was war da los? Ja, wir haben auch keine gute erste Halbzeit gespielt. Also wir haben die ersten 20 Minuten haben wir einigermaßen gut gespielt. Dort hätten wir Führung müssen machen. Wir haben zwei gute Chancen gehabt und nachher kommen wir halt den Penalty über. Und das Spiel ist natürlich Delmo genau ihre Karten rein. Und in der zweiten Halbzeit haben wir glaube keine einzige Torchance gehabt. Jetzt am Schluss in der 94. noch eine und der Lattenschuss. Ja, jetzt kommt Bellinzona, ist natürlich ein anderer Gegner wieder. Vielleicht tut er euch da leichter. Ja, ich glaube, wir haben sehr innerlich gegen die stärkeren Gegner, glaube ich. Wir spielen zu Hause, noch ungeschlagen jetzt in der Rückrunde. Und da werden wir sicher ein anderes Spiel sehen. Und eben auch viel konzentrierter spielen, weil das, was heute war, mit diesen Fehlpässen, das können wir nicht bieten gegen Bellinzona, weil sonst können wir schön aufs Dach über gegen die. Ja gut, im Spielverlauf anschaut, ist lang gegangen, bis wir das Goal gemacht haben, aber wir hatten genug Chancen gehabt, zum in Führung gut am Anfang. Dann bekommen wir einen dummen Penalty über und nachher ist es natürlich schwer, so eine Mannschaft, die hinten reinsteht, aber ich muss sagen, wir hatten als erste Halbzeit die Chance gehabt, zum 1-1 zu machen und natürlich länger das Spiel geht, desto schwieriger wird. Was auffallend ist, euch ist nichts eingefallen, gerade in der zweiten Halbzeit. Viel, viel Ballbesitz, aber erst ganz am Ende dann noch ein, zwei Chancen rausgespielt. Stimmt, ja. Kann ich nicht anders sagen. Wir haben wirklich Ball zirkulieren, aber wie nicht zum 16er, wie weniger ist es eingefallen.